Yo, was geht ab? Heute befinden wir uns im zweiten Battle vom zweiten Viertelfinale und zwar Artist Silver gegen Lucky Punch. Zu Lucky Punch habe ich ja gestern schon eine Reaction aufgenommen, die schaut ihr euch einfach mal am besten an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Da war auch Helo kurz zu Gast, beziehungsweise hat er einfach mal die Reaction gestürmt mit einem Telefonat, beziehungsweise mit einem Anruf und ich, Dulli, gehe dann auch noch ran und dann haben wir erstmal gefühlt 10 Minuten gelabert. Mal gucken, wie viel am Ende davon im Video bleibt. Das habe ich natürlich an der Stelle jetzt hier noch nicht geschnitten. Aber wir wollen uns jetzt erstmal mit Artist Silver befassen und ich bin mega gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Und vor allem auf den Direktvergleich dann am Ende. Denn wir haben auch hier nur eine Runde, die ein bisschen länger als 2 Minuten ist, was grundsätzlich nicht schlecht sein muss. Ganz und gar nicht. Ich mag kompakte Runden viel mehr als irgendwie, keine Ahnung, 7-Minuten-Runden oder was auch immer. Ich meine, sind ja eh nicht erlaubt, auch wegen des Regelwerks und so. Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich habe richtig Bock, mir das zu geben. Let's fucking go, Artist Silver. Gib ihm! Schon mal ein sehr geiler Beat. Sitzt mir im Gegentreten, doch du bist ein einziger Lachkick. Der macht auch schlechte Witze, aber Diggi, sie lacht nicht. Schon fall in deiner Quali, keine Punchline hängen blieb. Boxe dich in deine fünfte Langzeittherapie. Okay, ey, das ist schon mal eine ganz, ganz andere Stimmung. Eine viel, viel coolere Stimmung als bei Lucky Punch. Und das holt mich direkt schon viel, viel mehr ab. Und das, obwohl ich Lucky Punch in der Qualifikation irgendwie cooler fand. Vielleicht lag es am Beat bei Lucky Punch, dass ich den nicht so cool fand. Aber das hier holt mich jetzt viel, viel heftiger ab als das, was Lucky Punch gemacht hat. Und das sind gerade mal die ersten 4 oder 8 Zeilen gewesen. Finde ich jetzt schon ziemlich geil. Ich höre es mir nochmal von vorne an. Ein einziger Lachkick, der macht auch schlechte Witze, aber Diggi, sie lacht nicht. Schon fall in deiner Quali, keine Punchline hängen blieb. Boxe dich in deine fünfte Langzeittherapie. Ja, geil. Und pause dich, fasse so lang mit Basie drauf, bis du nicht mehr aussiehst. Digga, was ist das für ein Bass, Alter? Langzeittherapie. Und pause dich, fasse so lang mit Basie drauf, bis du nicht mehr aussiehst, so wie Stefanie aus Lazy Town. Ja, okay, das ist cool. Das ist actually eine ziemlich coole Zeile. Wenn ihr euch an das Video zurückerinnert von Lucky Punch, wo er ja da, keine Ahnung, in einem Meer von leeren Bierflaschen gestanden hat und aufgenommen hat, dass Gios Mom da Panikattacken kriegt, hat natürlich nicht viel mit Lucky Punch selbst zu tun und es greift ihn auch nicht an, aber es ist eine super lustige Zeile. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür alleine, weil die Zeile halt so lustig ist, einen Punkt gibt, auch wenn es nicht viel mit Lucky Punch selber zu tun hat. Obwohl es Bezug zum Video hat, aber es fickt ihn halt nicht so, ne? Fängst dich in der Quali mit Pflaster und bei deiner Runde kriegt ein Gios Mutter Panikattack. Der Broke Alki jetzt gern halb volle Dosen am Straßenrahmen. Kein Geld, Lucky Part, die Clips seinen Flaschen fahren. Das ist auch so lustig irgendwie. Jetzt gern halb volle Dosen am Straßenrahmen. Kein Geld, Lucky Part, die Clips seinen Flaschen fahren. Seh in deiner Quali nur den Cola-Dosen-Sammler. In der Vorstadt bist du bekannt als großer Mutter. Ich dachte gerade rosa-roter Panther und dachte so, ja okay, aber rosa-roter Puncher ist ja voll geil. Das ist ja richtig lustig, auch wegen den Haaren und so. Das ist ja voll gut. Cola-Dosen-Sammler in der Vorstadt bist du bekannt als rosa-roter Puncher. Dein Image ist stein, kein Bier vor viel Halt, denn für dich ist es vor viel Bier kein Halt. Glaub mal nicht, dass ich das hier aus... Geil! Digga, was sind das für Zeilen? Das ist ja voll cool! Mit Cola-Dosen-Sammler in der Vorstadt bist du bekannt als rosa roter Puncher. Dein Image ist stein, kein Bier vor viel Halt, denn für dich ist es vor viel Bier kein Halt. Glaub mal nicht, dass ich das hier aus deiner Vorstadt holt. Und hör auf, Bier zu schreiben, dass du dir dein Cola-Bolz und deine Eltern werden steuern. Nur deine Mitte. Das ist auch geil. Das ist halt, er zieht dieses Alkoholiker-Ding halt jetzt komplett durch. Das, und ich find's gut. Ich find's gut, das passt. Und hör auf, Bier zu schreiben, dass du dir dein Cola-Bolz und deine Eltern werden steuern. Warte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nach dem 30. Bier wird sogar Lucky von einer 2 zu einer 4. Ach so, wahrscheinlich von der Skala von 1 bis 10. Wie hot findest du ihn? Ja, dann wird er von einer 2 zu einer 4. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wenn ja, dann ist das eigentlich auch ziemlich cool, auch wenn es irgendwie gerade ziemlich krass um Ecken gedacht ist, weil ich gerade echt einen kurzen Moment brauchte, um das zu peilen. Aber vielleicht liege ich da auch einfach allein. Vielleicht verstehen die Leute das sofort. Wird sogar Lucky
von einer 2 zu einer 4. Witzig, dass eine Tinderline von dir kommt. Wenn du mal einlaufst, dann höchstens bei Bierporn und dir wird's nicht. Ey, krass. Ey, das sind voll gute Zeilen gegen jemanden, der offensichtlich irgendwie die ganze Zeit am Trinken ist. Also, keine Ahnung, für mich sind es gute Zeilen. Wenn jetzt Morgana hier wäre, würde er sagen, hab ich alles schon mal gehört. Keine gute Zeile. Hab ich schon vor 2 Jahren geschrieben. Aber ich find's gut. Von dir kommt, wenn du mal einlaufst, dann höchstens bei Bierbaum und dir wird's nichts bringen, wenn du die Gummis an der Tanke klaust. Beide gibt's zum Ficken, Junge, wenn du dir die Flasche kaufst und niemals... Alter, das ist so voll gut, Mann. An der Tanke Klaus, beide gibt's zum Ficken, Junge, wenn du dir die Flasche kaufst. Und niemals will ne Frau dann Sex mit den Lappen. Und selbst wenn dich eine ranlässt, sprichst du schneller als ein Schatten in Lucky. Tinder-Speaker locker, swipe dich jedes Mädel weg. Du hast ihre rechts geswiped, doch das hier dein erstes Match. Comedy. Nochmal, das hab ich nicht verstanden. Locker, swipe dich jedes Mädel weg. Du hast ihre rechts geswiped, doch das hier dein erstes Match. Comedy. Ah, cool. Reicht nicht, hier geht es um Patsche schreiben. Wer im Pfandhaus sitzt, sollte nicht mit Flaschen schmeißen. Da gibt's kein Pfandhaus. Im Pfandhaus sitzt. Digga! Hier geht es um Patsches Schreiben. Wer im Pfandhaus sitzt, sollte nicht mit Flaschen schmeißen. Da gibt kein Pfand, was für Tracks, kein Cent sehen. Dein Track Mucke zum Vorglühen, es Mucke zum Fremdschämen. Und jeden Abend liegt er wie eine Leiche im Zimmer. Fragt der Arzt auf intensiv. Ja, das gleiche wie immer. Geil, Mann! Fragt der Arzt auf intensiv. Ja, das gleiche wie immer. Seine Pfeffer und Diggi, die ist zunehmend bedrängt. Moralklausel, wie kannst du solchen Konsum unterstützen? Der Vertrag, dem sein Scheiß gelabert, nicht mal dicht und wow, der trägt Weiber unter Tisch. Mit keinerlei Sinn schreibst du deine Lines dann so hin. Nein, du bist nicht, was du isst, du bleibst, was du trinkst. Ja, geil, ey. Ich glaube, das war es jetzt auch. Keine Hook, außer das am Ende sollte jetzt eine Hook gewesen sein, aber holy fuck, das hat mich viel mehr abgeholt. Ey, sorry, ohne dass ich jetzt irgendwie genau auf die Zeilen eingehen muss und ohne dass ich da irgendwie einen Direktvergleich jetzt bringen muss. Das ist für mich ziemlich eindeutig. Ich weiß nicht, wie es am Ende sein wird, weil Julian wird ja dann die Zeilen auseinandernehmen und wird dann die für die einzelnen Zeilen Punkte geben und so, ob es dann vielleicht doch nicht so eindeutig ist, wie ich es gerade sehe. Aber ich finde das so grandios, dass Artist Silver hier komplett dieses Image, sag ich mal in Anführungsstrichen, des Trinkers, das Lucky Punch ja anscheinend nach außen tragen wollte mit seiner Qualifikation, komplett hops nimmt und so gute Zeilen einlochen, nur wenn du Bierpong spielst, du fickst höchstens, bei dir gibt's nicht ficken, höchstens als Getränk. Ey, das sind, Alter, das sind so saubere Zeilen, das finde ich richtig gut. Das hat mich richtig gut abgeholt. Ich habe mir schon fast gedacht, dass Artist Silver, also wir, in der Qualifikation habe ich gesagt, Artist Silver kann rappen. Das haben wir alle gesehen, aber es ist halt relativ Standard-Rap, sag ich mal. Und auch hier würde ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, nichts Atemberaubendes, aber sein Ziel war es jetzt oder seine Aufgabe war es jetzt, uns zu überzeugen, ob er battlen kann. Und ich finde, er hat hier sehr, sehr gut zeigen können, dass er battlen kann. Diese Runde finde ich richtig, richtig gut, richtig dope. Die werde ich mir auch öfter geben. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit der Runde von Lucky Punch, vielleicht gebe ich mir Lucky Punch noch 1-2 Mal oder so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich die Runde von Artist Silver mir noch ein paar Mal anhören werde, weil ich die echt lustig finde und echt gut finde. Das ist so geil. Das ist so unendlich geil. Das ist wirklich, das hat mir richtig Spaß gemacht gerade. Es ist so traurig, dass diese Reaction jetzt relativ kurz ist. Ich hätte mir das auch locker noch eine Minute länger gegeben, irgendwelche Zeilen über dieses Trinken und was weiß ich. Das ist echt gut gemacht. Ich finde das wirklich gut. Er hat dann einen sehr, sehr guten Angle genommen, der nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Er hat halt das Offensichtlichste genommen, nämlich, dass man Lucky Punch auch, er hat ja auch in der Quali gesagt, dass er die ganze Zeit nur am Trinken ist und was weiß ich. Und alles Silver denkt sich so, okay, alles klar, ich nehme das und ich schieb dir dein eigenes Image in dein Arsch. Hey, du rufst schon wieder an. Ja, hallo? Hallo, bist du noch in der Reaction? Ja, warte mal kurz. So, jetzt, was los? Ja, tschüss. Achso, ich dachte, du meinst mich gerade. Nee, was ist denn gerade passiert? Ja, ich bin mit Artist Silver Runde durch. Und? Warte, ich muss mal hier gerade Stopp drücken. Also soll ich offen sein oder spoilerfrei sein? Nee, mach mal Fazit jetzt. Mein Fazit? Egal, nee, das ist von Paul. Natürlich deins. Also mein Fazit ist, Artist Silver hat gewonnen. Ja gut, das... Ey, wo bin ich hier eigentlich? Olli, es kann sein, dass ich nie wieder nach Hause komme. Das ist ja nicht mein Problem. Nee, ich habe ein paar Kommentare gelesen unter den Runden. Ja. Und, also Lucky Punch muss anscheinend extrem scheiße sein. Artist Silver muss anscheinend gut gewesen sein. Ja, ich hatte gerade eben in meinem Fazit schon gesagt, Artist Silver hat ja in der Quali zeigen können, dass er rappen kann, aber er ist ja relativ Standard so. Das denke ich mal, da haben wir uns alle, waren sich auch die Zuschauer und so alle einig. Es war halt nichts Besonderes, aber es war halt auch nicht scheiße. Es ist halt einfach Standard gewesen so. Und ich habe in der Quali damals schon gesagt, Artist Silver hat jetzt, seine Aufgabe ist jetzt, uns zu überzeugen, dass er auch battlen kann. Und ich finde, mit der Runde
Sekunde hat er es gezeigt, das kann er. Also, ich habe ja die Quali geguckt und ich konnte irgendwie nicht verstehen, warum der Kerl so gehatet wurde, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich fand halt, also ich habe auch danach noch in der Woche darauf haben wir immer noch ein Fazit zu der vorigen Woche gezogen und da habe ich auch gesagt, ich habe unerwarteterweise Artis Silver noch ziemlich oft gehört, seine Qualifikation. Es ist halt einfach nur halt, wenn man Battle Rap erwartet und sich das dann gibt, dann denkt man sich so, ja, okay, es ist halt ein guter, er kann gut rappen, ist ein guter Rapper, aber es gibt nichts, was ihn auszeichnet, so, was ich halt ein bisschen schade finde. Und ich habe von Anfang an gesagt, der Typ muss nur zeigen, dass er battlen kann und dann ist das ein perfekter Kandidat fürs JOB und er hat das gezeigt, ich finde, sehr, sehr guter Teilnehmer. Ja, Olli, Entschuldigung, ich habe dir fast gar nicht zugehört, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ja, ist das mein Problem. Wie soll ich denn jetzt die nächste Runde einreichen, wenn ich nicht mehr nach Hause komme? Hast du überhaupt ein Zuhause? Bist du H2 Obdachlos oder nicht? Ja, ich habe aber ein Studio mittlerweile in so einem Obdachlosen. Eduard heißt der. Und ich habe ja nur so ein USB-Mikrofon. So wie ich? Aber letztens kam ein Kumpel von Eduard und der hat mein Mikro mitgenommen. Jetzt muss ich erstmal betteln gehen, damit ich mir ein neues leisten kann. Aber ich meine, du hast doch im Prinzip ja jetzt schon 50 Euro gewonnen, oder nicht? Kannst du nicht davon ein Mikro kaufen? Ja, ich habe ja noch 2300 Euro Schulden, die habe ich erstmal eingezahlt. Hast zu viel gesoffen schon wieder? Ja, du kennst ja die Pfandflaschen bei mir in der Wohnung. Oh Mann, ey. Was meinst du, geht das depressiven Ding in der nächsten Runde weiter? Ich hoffe es nicht, ganz ehrlich. Also was meinst du? Ich hoffe es kommt eine 10-Minuten-Runde gegen mich. Nur depressiven Lines. Also wenn depressiven Lines kommen, dann sollen es aber auch bitte so richtig, richtig gute Zeilen sein. Aber jetzt nicht nochmal einen kompletten Part gefüllt damit. Also ich finde das puncht, finde ich schon heftig, weil ich bin ja depressiv. Ey, du willst gerade nur Vorarbeit leisten, damit der ins Fettnäpfchen tritt, wenn er die Reaktion hier sieht. Alter, was juckt mich das? Nee, ich bin ja einfach nur stark verwirrt. Ich hätte gern gerade mein Fazit gegeben. Ey, warte mal, ich habe die Runde noch gar nicht geguckt. Ja, ich denke, das geht 27-4 für Lucky Punch. Ja, aber dann kriegt Lucky Punch nochmal 45 Punkte plus und Artis Silver 30 Punkte plus und plötzlich hat Artis Silver dann 400 Punkte. Weiß nicht, was du damit meinst. Dann guck mal in der letzten Reaction. Hast du eigentlich auf die Bewertung reagiert? Ja, habe ich, aber das ist noch nicht online. Weil da kann ich auch ein Fazit zu geben, wenn du möchtest. Ja, wenn du willst. Es ist schon fertig geschnitten. Ich warte eigentlich nur noch auf Morganas Fazit, dass ich es reinschneiden kann, dann kann ich es hochladen. Ach Junge, was will der denn eigentlich schon wieder? Der kann mal einen Ball flach halten. Der kann erstmal aufhören rumzubrüllen, dann nimmt er mal einen Hustensaft und dann geht's weiter. Und dann ist die Karriere beendet. Karriere beendet. Digga, hör mal auf, jetzt meine Patsche fürs Finale wegzunehmen. Deine Karriere ist beendet, wenn du einen Hustensaft trinkst. Dann rapp ich irgendwas mit Uhrensohn. Morgana ist ein gottverdammter Uhrensohn.de. Ich versuche dich eigentlich gerade nur hier am Telefon zu halten, weil ich gleich da bin. Ja, aber ich mach die Reaction jetzt zu Ende. Also ich mach jetzt aus. Ich mach jetzt hier mal ein Fazit. Ich mach jetzt hier aber 100% ein Fazit. Also, wenn ich ehrlich bin zu der Bewertung von Seife und mir. Ja, doch jetzt nicht zu der Bewertung ein Fazit machen. Ja, was soll ich denn jetzt mit dem Fazit? Olli, hör mal zu, ich mach, was ich will. Ja, dann lege ich jetzt auf. Nee, also ich fand, dass Seife hätte von mir mehr Punkte bekommen. Alter. Seife hätte von mir auf jeden Fall mehr Punkte bekommen. Ich fand, das Battle war knapper. Ich hätte einiges noch gezählt bei Seife. Aber, ne, jetzt mal alle ehrlich. Hallo, ist das? Ja, ich bin noch da. Ich habe nur gerade realisiert, dass ich bin mal wieder mit dir am Reden und mal wieder kam der Teekocher raus, Alter. Der Teekocher, ja. Ja, ich habe eh vergessen, was ich sagen wollte. Bewertung war, fand ich okay. Ich hätte ein paar Zeilen anders bewertet, aber ich fand jetzt nicht wirklich mega ungerecht. Ich werde dieses Fazit jetzt aber nicht aus der Reaction hier rausschneiden und bei der Bewertung reinschneiden, ne? Gut, dann gebe ich noch ein Fazit, das habe ich noch gar nicht gemacht. Noch ein Fazit zu der Finalrunde. Alter! Ich hatte ja da einen Feature-Part gemacht. Ja. Ich fand, es war extrem schwierig, was gegen Levi zu finden. Ich bin jetzt gleich da, Junge, ich muss jetzt aussteigen. Warte mal kurz, Olli. Warte mal kurz dran, Olli, ja? Warte mal kurz. Alter, hier ist noch eine Tankstelle. Ich glaube, da kaufe ich mir ein bisschen Alkohol. Haben die an der Tankstelle auch Crystal Meth? Weiß ich nicht. Oder Koks? Pass auf, ich bin jetzt gleich da. Warte. Bleib mal dran, erzähl. Jetzt komm mal auf den Punkt, ich will die Reaction beenden. Ja, warte. Ey, Junge, ich bin noch gleich da, dann kann ich auf den Punkt kommen. Bei einer Inderin. Warte, oh Gott. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, ich fand es extrem schwierig, was gegen Levi zu finden. Und, nee, Dings, ich wollte über meine Qualifikation damals reden. Ich habe ja da nur 16 eingedenkt. Ich habe ja eine Hook, aber ich hatte gar keine Hook, erstens. Nee, ey, sorry, Olli, da steht nichts aufhalten hier. Ich hab jetzt schon gar keinen Bock mehr, diese Reaction zu schneiden, Alter.
Ja, du kannst das ja ungeschnitten drin lassen. Ich lasse diesen das komplette Telefonat, ich nehme nicht mal irgendwie Atempausen oder sonst was raus. Ich lasse die komplett ungeschnitten drin. Ohne Witz, Olli, das würde ich hören. Das ist einfach die Qualität. Das verleitet mich dazu, einfach 10 Minuten weiterzugehen. Nee, aber ich mach's nur bei dem Telefonat. Bei der Reaction von gestern habe ich schon geschnitten. Achso, ja, das ist schade. Ich wollte eigentlich so allgemein mal ein Recap auf die ganze Jorobin-Sache werfen. So. Ja, aber dann lass es doch in einem anderen Video machen und nicht hier. Weil, Hallo! Bis der Erfolg tatsächlich ein bisschen zu kommen. Digga, ey, ich muss gleich noch weitermachen. Ich will noch was essen. Ja, also wie gesagt, die Qualifikation, das war ein bisschen hingeschmiert damals. Ja, ich leg jetzt auf. Die erste Runde gegen Jotan hatten wir dann im Schwimmbad gedreht. das war eigentlich ganz geil. Hast du jetzt noch was zu sagen? Ich leg jetzt nicht auf. Hat echt Spaß gemacht. Hallo. Die zweite Runde fand ich extrem schwer gegen Morgana. Hallo. Also, okay, Morgana wusste ich teilweise, hab ich ja echt alles irgendwie rausgeholt, was so an Angriffsfläche da war, egal wie klein das war. Einige Leute konnten mir da nicht zustimmen. Hallo? Ja, der aufgelegt ist, dieses Schwein, oder? Hallo? Fick dich, Olli, du bist doch am Telefon, ich höre dich. Einfach 10 Minuten. Nee, jetzt, ich leg jetzt wirklich auf. Okay, weißt du, warum ich am Telefon bin gerade? Weil ich habe Angst, weil ich gehe hier gerade im Dunkeln alleine nach Hause. Ja, du bist ja auch nur 1,60 groß. Ey, Junge, kannst du das jetzt mal sein lassen? Kannst du mal aufhören, die anderen? Ja, guck dir doch das Viertelfinale von dir an, Alter, wenn du neben mir stehst. Du bist einfach einen ganzen Kopf kleiner als ich. Die Leute wissen ja nicht, dass du 4,80 Meter bist. Also breit. Ja, richtig. Umfang. Umfang. 1,90 Meter hoch. Ja, und 12 Meter Umfang. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich habe auch keinen Bock mehr. Okay. Ich bin einfach nur demotiviert von deiner depressiven Art. Was willst du denn jetzt, Mann? Wir haben jetzt für morgen Regen gemeldet hier. Ja. Mega. Ich leg jetzt auf. Ich schwör's dir, wenn du auflegst, Olli. Dann lass ich mir irgendwas einfallen, was dir schadet. Was denn zum Beispiel? Ich hab da jemanden, der macht eine Website. Wenn du nicht willst, dass du Opfer wirst, dann... Kannst du übrigens jetzt mal hier in der Reaction sagen, nimmst du die Webseite wieder runter? Ja, klar, das ist natürlich eine Ehrensache, dass man das wieder runternimmt. Zwar nur, die haben wir echt nur fürs Battle erstellt. Fandest du, also, checkst du? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, was mich gewundert hat, ist, dass Julian da, okay, 2 Punkte ist ja völlig in Ordnung, aber das in dieser Form gab's ja eigentlich noch nicht, oder? So eine Webseite? Doch, ich glaube, das gab's irgendwie schon mal. Es wurde zwar, glaube ich, nicht so krass thematisiert innerhalb einer Runde, aber ich glaube, es gab's irgendwie schon mal sowas. Also zumindest hat Parker, glaube ich, irgendwie mal was erwähnt, dass es sowas schon mal gab. Echt? Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt was voll Neues gefunden. Aber was ich löblich von ihm fand, ist, dass er danach gesagt hat, wenn Seife will, dass es entfernt wird, dann sollte das auch passieren. Finde ich halt cool, dass er so dahinter ist, dass die Sachen halt wirklich nur im Rahmen des Battles bleiben, so, ne? Ja, ich habe ja schon vor der Bewertung, bevor die Bewertung rauskam, habe ich ja schon in die Kommentare unter der Runde geschrieben, dass die sofort offline geht, wenn die Bewertung draußen ist und die müsste jetzt schon wieder offline sein. Okay, warte, ich mache jetzt hier den Live-Test. Ja, mach mal. Die Seite gibt's noch. Lass mal nochmal, weil man hat dich gerade nicht gehört. Ich habe gesagt, mein Webman, der mir die Seite erstellt hat, der ist bestimmt noch nicht zu Hause gewesen. Der hat mir auf jeden Fall gesagt, dass die nach der Bewertung offline geht. Das wird auch passieren, weil wir wollen der Seife echt nichts Böses. Ja, aber das hatte ich auch in meiner Reaction habe ich auch gesagt, dass du das zu mir meintest, als wir darüber geredet hatten, wo ich ja bei dir war, hattest du auch gesagt, so nachdem die Bewertung draußen ist, dann verschwindet die Seite wieder. Wo ich ja auch zu dir dann meinte, dass ich das auch so und nicht anders korrekt finde. Ja, du kennst mich doch, Olli, oder? Ich bin ja wirklich der korrekteste Rapper aller Zeiten, oder? Das stimmt, ja. Also, ich krieg die ganze Zeit, während wir hier telefonieren, krieg ich die ganze Zeit irgendwelche Mitteilungen auf dem Handy. Mein Handy leuchtet immer wieder auf. Digga, können wir jetzt einfach mal bitte auf den Punkt kommen, weil die Reaction ist jetzt schon aber ich sag dir, dass ich nicht auflegen werde. Das kannst du machen. Okay, tschüss. Ja, aber ich werde dir trotzdem noch mein Fazit ziehen, egal ob du dran bist oder nicht. Okay, dann mach das mal. Viel Spaß. Also im Halbfinale auf jeden Fall habe ich ja gegen Morgana gebettelt. Ach so, warte mal. Ey, Nico? Ja. So, und nicht anders. Yo, Freunde, was geht? Hier spricht der komplett verkaterte Morgana. Ich bin gerade in ein Bett aufgewacht, das ich nicht kenne. Weiß nicht, was gestern Abend passiert ist. Nee, Alter, ich bin bei den Seekers und ja, macht Bock auf jeden Fall. Ich habe richtig meinen Hinter getrunken und habe Mace einfach die ganze Zeit als Hurensohn beleidigt. Ich halte jetzt auch hier ellenlange Monologe wie Nico. Grüße gehen an der Stelle nicht raus an Helu. Aber wir sind hier, um die Sachen, die rausgekommen sind zum Octa-Battle, wieder mal ein bisschen zu bewerten. Was die Analyse von Julian zu Helu versus Seife betrifft, also war ich ein bisschen überrascht, wie krass Seife da schon wieder hinten bleibt. Fand ich nämlich gar nicht so. Ich fand, Seife war definitiv schon relativ nah dran an Helu. Trotzdem absolut verdienter Gewinner. Der gute Helu. Stimme dann
natürlich dem Ergebnis zu. Kann ich mich nicht beschweren, der Richtige hat gewonnen. Trotzdem komisch, dass Seife halt wirklich so krank wenig Punkte kriegt. Vor allem auch, als am Anfang gesagt wird, ja, ich verstehe Seife nicht, deswegen gibt es keine Punkte. Ich dachte, darum geht es nicht im Octavettel. Ich dachte, man könnte rein theoretisch auch voll den Müll einreichen. Naja, das fand ich schon wieder so ein bisschen komisch, aber der Richtige hat gewonnen. Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich das jetzt wegen Punktevergabe so machen. Helo kriegt von mir eine stabile 8 und Seife eine stabile 6,5. Also er ist besser als seine Quali, also tendiere ich schon fast mehr zu einer 7. Nico hat eine coole Runde gemacht, da gebe ich eine 8 oder 8,5. Das sollte definitiv klar gehen. Jetzt das neue Battle, Seife gegen Artis Silver. Ich habe nichts erwartet und ich denke, wir haben ein ganz stabiles Battle bekommen. Ich war jetzt aber trotzdem eher unterwältigt. Also Lucky Punch war langweilig, das Video. Das kannte ich ja schon, hat er mir schon gezeigt, so ein Ausschnitt auf Instagram. Sein Text war teilweise ganz geil. Also die Line mit Uno und Schach, die war zum Beispiel sehr gut. Artis Silver, besseres Gesamtpaket, ganz klar. Geileres Video. Das Video ist sehr sexy. Lines auch eigentlich ganz gut. Aber trotzdem fand ich das Battle nicht besonders. Aber ist kein Trash-Battle. Ja, und nächstes Mal bin ich auch wieder dabei, wenn wir uns dann Mua gegen Rassier reinziehen. Junge, als ob ich einfach Seife gegen Artis Silver gerade eben gesagt habe. Alter, was kommt als nächstes, Junge? Merkel gegen Trump? Meine Damen und Herren, ich melde mich hier gerade nochmal. Ich habe gerade noch was gegessen, war ein bisschen einkaufen. Jetzt geht es mir ein bisschen besser, was den Kater betrifft. Corner kommt gleich hier an. Der hat erstmal auf halbem Weg hierhin erstmal fett kotzen müssen, weil er gestern komplett übertrieben hat. Nee, also die Alki-Lines von Artis Silver gegen Lucky Punch sollte man eigentlich eher gegen uns werten. Nee, aber ich wollte nochmal einen Nachtrag geben, weil die Memo heute Morgen, die klang so, als wäre das Battle halt, das klingt halt so abwertend. Und ich muss dazu nochmal sagen, dass ich das Battle jetzt im Nachhinein schon gut finde, vor allem Artis Silver. Der hat deutlich besser abgeliefert, als ich erwartet habe, auf jeden Fall. Lucky Punch ist halt, finde ich, vom Gesamtpaket her total unterwältigend, weil er halt auf, es halt liegt aber auch daran, er hatte ja Covid, ich habe mit ihm geschrieben, deswegen hat man da natürlich Verständnis für. Da haben sie noch immerhin irgendwas draus gemacht. Und für mich wäre jetzt das Battle gewonnen hat. Ich sage, Artis Silver gewinnt. Er hat im Gesamtpaket hat er auch echt viele stabile Lines. Eigentlich auch eine höhere Trefferquote als Lucky Punch und sein Video ist schöner. Deswegen muss das eigentlich an Artis Silver gehen. Hätte ich im Vornherein nicht gedacht. Lucky Punch trotzdem stabil und wenn der kein Covid hat, dann hoffentlich auch gerne nochmal. Mich würde interessieren, wie der auf Höchstleistung battelt. Das fände ich sehr interessant. Deswegen Grüße an beide. Ich gebe jetzt im Vergleich zu den letzten Runden weniger Punkte. Helu hatte ja 8,5 bekommen von mir. Dementsprechend kriegt Artis Silver eine stabile 7 und Lucky Punch eine stabile 6. Ich denke, das geht fit. Ich finde zum Beispiel Seifes Runde eigentlich so mit gleich auf von Artis Silvers Runde ungefähr. Das haut hin. Artis Silver auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Ich finde ihn zwar trotzdem immer noch nicht mega interessant als Typen an sich, aber da hat er auf jeden Fall eine stabile Runde eingereicht, mit der man das auch gewinnen sollte. Jungs, ich labere euch hier komplett zu, ne? Wer bin ich? Helu? Kamikaze? Wahrscheinlich. Nee, ich wollte noch zur ersten Memo sagen, das wegen unterwältigend. Ich meinte, das Battle wäre unterwältigend. Ich habe von dem Battle auch sowieso nicht so viel erwartet, aber ich finde irgendwie einfach beide nicht so mega interesting. Also man guckt sich das an und es ist alles ganz stabil. Artis Silver halt sehr stabiles Produkt einfach abgeliefert. Gutes Video und so weiter, hatte ich ja jetzt auch schon alles gesagt. Aber einfach sind die sind mir einfach beide ein bisschen zu uninteressant und haben ein bisschen, also vor allem Lucky Punch ist halt unter seinen Möglichkeiten geblieben. Deswegen ist das Battle jetzt keine Enttäuschung. Das war ein bisschen hart formuliert, aber es ist auch einfach kein Highlight, muss man leider sagen. Da fand ich das Battle von Seifer gegen Hedo wesentlich unterhaltsamer. Schönen guten Tag an alle Zuschauer von Taikiron Reaction und Morgana JOB. Ich bin's L zu dem P und ich sag kurz was zu den Runden. Ich fand das Battle tatsächlich sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn meinerseits sehr viel schief gegangen ist. Unsagbar viel schief gegangen ist. Finde ich, sind es trotzdem zwei coole Runden geworden. Vor allem Arztrunde sehr, sehr stark und ja, textlich so ziemlich das Beste, was man je gegen mich gebracht hat, würde ich fast sagen. Dementsprechend kann ich gut damit leben, wenn ich da voraussichtlich raus sein sollte. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht, dass Art da doch mit so einem brutalen Banger um die Ecke gekommen ist. Und ja, war auf jeden Fall ein cooles Battle und hat Spaß gemacht. Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Kleiner Nachtrag noch dazu. Sollte es darauf hinauslaufen, dass ich rausfliege, werde ich Julian damit drohen, dass ich den Freitod wähle und mich ins Koma saufe. Und ich schätze, dass er dann aufgrund dieser Erpressung mich auch einfach weiterlassen muss. Müsste eigentlich hinhauen. Dementsprechend freue ich mich, noch ein paar Runden bringen zu dürfen, auf jeden Fall. Jojojo, was geht ab? Hier ist Artis Silver, der Boy, der MC, der Boy. Ich soll meine Meinung zum Battle von mir gegen Lucky Punch sagen.
und wurde dazu von Taiki, Ron und Morgana gefragt. Ich grüße euch, meine Freunde der Sonne. Ich hoffe, euch geht's gut. Erst einmal Shoutouts an die. Danke, dass ihr solche Reactions und so macht. Voll cool. Ich habe das so nebenbei mal mitbekommen, aber mir das jetzt nicht so groß gegeben. Und hier habe ich ja tatsächlich die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Deswegen danke euch. Ich würde sagen, wir fangen bei Luckys Runde an. Luckys Runde fand ich entsprechend der Corona-Umstände, die er hat, wobei ich jetzt auch nicht alle Probleme darauf schieben würde. Cool, ich weiß nicht. Es ist immer schwer, zu selber zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn eine Runde gegen einen selber gemacht wird, da kommt vielleicht auch ein bisschen Egoismus, Narzissmus, whatever raus, weil man sich denkt, okay, die Line ist wack, die Line ist nicht so geil so. Also ich fand zum Beispiel diese Uno-Line nicht so geil, die ihr anscheinend gefeiert habt, weil ich finde, die, wo puncht die mich denn? Was fand ich nicht so gut? Keine Ahnung, ziemlich viele. Sagen wir mal lieber, was ich gut fand. Also diese halbe Blub und Rap studiert Kollege-Line-Buch, das fand ich schon witzig. Ausarten, Messer zieht, fand ich auch sehr cool. Leider gab es die Line schon. Ich erwarte jetzt nicht, dass man das kennt so, weil das ist vor 2-3 Jahren gewesen oder so. Lucky wusste es aber und deswegen finde ich es nicht so geil, wenn man es dann trotzdem benutzt, aber das ist sein Ding so. An sich ist die Line cool, auch wenn ich echt nicht glaube, dass in den Kampf zwischen mir und Lucky irgendwas anders ausgehen würde als für mich. Genau, Schweigen ist Goldline, finde ich cool. Habe ich ja ähnlich gemacht bei diesen Lucky spritzt schneller als sein Schatten. Zu meiner Leistung so, ich bin da ein bisschen so, keine Ahnung, so in den Kommentaren oder wie soll ich sagen, in diesem Battle sieht es ja ziemlich eindeutig aus, sage ich mal, in der Meinung der Community, also in dem User Vote. Bin aber ziemlich gebrandmarktes Kind, wie ihr kennt. Ich war nicht immer der beliebteste hier, deswegen ich weiß es nicht, wer gewinnt, ehrlich gesagt. So, ich gehe jetzt mal von 80% von meiner Sache aus, so, weißt du, bist du so Lucky hat zu seinen Lines gesagt, was hat er gesagt in der Quali? Bitches, saufen und keine Ahnung, was er noch gesagt hat, und das waren noch die Sachen, auf die ich eingegangen bin, und da habe ich sicherlich die ein oder andere Line gebaut, die trifft, und ich glaube, im Gesamtpaket müsste das an mich gehen, so, aber ich kann das jetzt schwer bewerten, wie gesagt, das ist genauso wie zu bewerten, ob die Line jetzt gegen mich trifft oder so, weil ich habe einen ganz anderen Gesamteindruck als ihr, deswegen, ja, also von meiner eigenen Person, daher, ja, habe ich da eigentlich nichts groß zu sagen, außer, dass ich glaube, dass ich zu 80% gewinne. Es kann natürlich alles sein. Wer weiß, vielleicht sind wir ja zu wenig verständlich, also ich in dem Fall. Und wer weiß so. Aber Lucky auf jeden Fall, Shoutouts an den Boy. Ich hab den ja auch gern so. Das hat mir auch ein bisschen schwer gefallen, das Battle da eigentlich zu machen. Vielleicht interessiert euch das ja. Ich laber jetzt einfach mal. Ich kenne ja Lucky ein bisschen. Und deswegen ist es immer so blöd, weil ich keinen richtigen Hass entwickeln kann. Es ist genauso der einzige Gegner, den ich mir vorstellen könnte, wo ich was dazu zu sagen hätte, wo auch ein bisschen Emotionen dabei gewesen wären, wären Seife. Weil Seife, ja, ihr kennt ja diese Geschichte mit unserem verstorbenen Freund. Das ist nicht so cool. Vor allem, ich war auf der Beerdigung. Deswegen ist das ein bisschen ein Thema, wo ich dann vielleicht was gesagt hätte. Aber ansonsten denke ich mir so, yo, keine Ahnung, scheiß drauf, lass Spaß haben. So, ich habe mich jetzt übel verpappert. Ich hoffe, es war nicht zu lang, sonst cuttet mich einfach weg. Ich küsse eure Augen, Herz, whatever. Ciao. Ja, mit diesen letzten Worten beende ich auch die Reaction jetzt hier. Ich sehe ganz klar Artist Silver vorne. Ich weiß auch nicht, wo ich stehen geblieben bin mit meinem Fazit vorhin. Bedankt euch bei Helu. Lasst ihm liebe Grüße bei Insta da. Lasst bei Artist Silver liebe Grüße bei Insta da. Oder auch bei seinem YouTube-Account. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal vorbei. Richtig cooles Battle. Ich bin da auch jetzt auf die Bewertung gespannt. Auch wenn ich glaube, dass es relativ sicher an Artist Silver gehen wird. Aber nicht den Tag vor dem Abend loben. Wir schauen erstmal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zur spätestens zur Bewertung von Julian. Genau. Macht's gut. Vor allem macht's gut.